Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick unterstrich Gamer unterstrich 02. Ich heiße euch herzlich willkommen. So, ja. Als allererstes, ich begrüße hiermit den Papst von Dessen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zweitens, was haben wir heute vor? Was wir heute vorhaben, ist ganz einfach erklärt. War das denn jetzt? Ja, so. Ist ganz einfach. Wir werden einen mega Livestream machen. Ja. Intro baue ich mit ein. Das heißt, 10 Stunden bis morgen früh werden wir zocken. Jetzt muss ich nur mal gucken, das ist der Aufladekabel für den Controller, ja. Dann einmal, nur mal im Kurz, meine Medikamente schlucken, die muss ich nehmen. Komme ich nicht drumherum. Ah. Energy steht bereit. Essen steht bereit. Ja, also, Aufladekabel liegt bereit. Seid ihr denn bereit? Ich bin es. Ich hoffe doch, ihr auch. Dieser 10-Stunden-Stream, also der bis morgen früh gehen soll, geht's darum, wir wollen das Spiel fertig haben. Also, was heißt fertig? Werden wir niemals in 10 Stunden schaffen? Ich weiß. Auf jeden Fall wollen wir so weit kommen, wie möglich ist. Dafür werden wir jetzt erstmal hier hochklettern. Die Quests angucken, die wir hier noch zu erledigen haben. Okay. Nach Alexandria, um seine Frau zu suchen. Aha. Mehr nicht. Okay. Dann machen wir das. Maul, du dumme Schwein, du. Mein Gott, ja, immer diese Flucherei, ja. Nur schon mal zur Info. Dieses Spiel ist ab 18. Und, für schwache Nerven, da kommen drinne Schimpfwörter drinne vor. Und ich will euch nur vorwarnen. Aristus Werk ist gut. Ein reisender Philosoph. Ihre Kinder, das ist ab 18. Und wenn ich das sage, FSK 18, dann ist das so. So, und das heißt, wenn ich hier rumfluche, wie ein Seemann, dann fluche ich auch hier rum, wie ein Seemann. Ja, und wenn es euch nicht passt, euer Pech, ich mein Pech. Ganz eins, ne? Da wollte ich nur nochmal geklärt haben. Nur zur Info. Ah.
Ja, hier auch. Mein Liebster. Die Schlange und Gennadius sind tot. Es war Eudoros. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Ui. Meine Frau. Meine Frau. Jetzt kommt der Satz. Mehr nicht. Dee. Hey, ich hab mich schon gefragt, ob ich dich raushole. Dein Adrenalin und Blutdruck sind erhöht und das beeinflusst deinen Puls und deinen Hormonspiegel. Serotonin und Oxytocin ganz besonders. Was ist denn da drin passiert? Aya ist hier. Wer ist Aya? Ayaks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sicker-Effekt. Außer Bayeks Erinnerungen erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel. Ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe? Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Diana, nein. Dann kassieren sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Da. Was ist denn? Was soll ich denn jetzt hier machen? Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Was für ein Sprung? Verdammt, ist das kalt. Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Ich kann fast das Blut schmecken. Oh, okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Aha. Tja, ich hab nicht vor, hier unten zu versauern. Eine Geschichte wird erzählt. Was hast du jetzt wieder vor? Klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Ich das jetzt hier verstehen. Ich gehe wieder rein. Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber
je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Es geht um meinen Traum. Ich mach das auf meine Art. Hä? Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren. Layla, du solltest noch etwas wissen. Wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammenmischt, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja? Ich mache mir Sorgen. Das machst du immer. Ich muss es jetzt hier wohl nicht verstehen. Weil wir wollen mal abwarten. Jetzt lädt der erstmal. Ja, auf jeden Fall. Ich blick da jetzt bei das Spiel, ehrlich gesagt, auch nicht mehr durch. Bin ich ganz ehrlich. Da wollen wir mal erstmal abwarten. Ja, wie gesagt, wir haben auch hier im Chat Regeln. Sag's doch, der Animus hat Ayas DNA noch nicht Ja, wie gesagt, ich blick da gar nicht mehr durch. Was ist denn? Die Schlange. Was, wenn er nicht der Letzte war? Natürlich war er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Wenn du noch Fragen hast, Apollodorus kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Kleopatra, aber trifft zuerst seinen Kontakt beim Hippodrom. Hey! Ich sage Phanos, dass Gennadios tot ist und treffe dich später. Genieß das Hippodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. Okay. Müssen wir mal gucken. Sind hier schon alle tot?
geht doch. Wohin müssen wir denn? Ich würde mal vorschlagen, wir klettern jetzt erstmal hier hoch. So, so das Fett uns zeigen. Also wären wir auch hier Kleopatra. Wow. Ha! Drachmen auf Prasina. Und mit dem Gewinn werde ich allen ein Bier ausgeben. Das geht nicht. Die Wetten sind zu einseitig. Alle ich Wetten bin Bayek. Aya schickt mich, um mit Apollodorus zu sprechen. Shh. Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Warte bis heute Abend. Wenn er dich treffen will, findest du ihn in der Nähe des Leuchtturms. Bis dahin, das Hippodrom erinnert an einen seiner größten Rennfahrer. Es wird viel gefeiert und getrunken. Und Rennen gibt es natürlich auch. Wenn du so etwas magst. Sein Name war Ikarus, die Lichtgestalt des dröhnenden Hippodroms. Der vielgepriesene und kurzlebige Liebling von Kanopos. Das Schicksal muss seine Siege gezählt haben, statt seiner Jahre. Ja, gucken. Komm, wir gehen mal hin und betreten das Hippodrom. Mal gucken. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Also wir haben ja, also ganz ehrlich mal, wir haben jetzt genug Zeit. Also dann werden wir uns mal hier die Gegend angucken dürfen, oder nicht? Was meint ihr denn? Heilige! Oh, Heilige! Kleopatra, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig. Zeitrennen.
Müssen wir jetzt hier auch noch selber Rennen fahren? Wird lustig. Ja, also ich habe mir gedacht, ich könnte mir das Stadion so angucken, aber selber Rennen fahren? Ja, wie gesagt, ich habe davon ehrlich gesagt keine Ahnung. Wenn wir letzter werden, mein Gott, das ist immer ein Spiel. Wir machen direkt noch eins. Ist doch interessant. Jetzt weiter. Boom, 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 boom. Natürlich verlassen wir die Aktivitäten jetzt mal hier.
Nee, aber hat doch geil Spaß gemacht. Bonanza. Ui. Speichert. Sein Name war Icarus, die Lichtgestalt des dröhnenden Hippodroms. Der vielgepriesene und hier und die Oran Bulimi, die Mechanismen in Einstellung.